Vielleicht ist Ihr Kosakenreiter ja gar nicht das, für was Sie ihn halten. Vielleicht ist es einfach nur ein abgestorbener Baum mit ungewöhnlichen Formen. Sie sollten das noch einmal prüfen. Man weiß ja nie. Ich bitte Sie, Kapitän. Nun gut. Einer Frau werde ich das nachsehen und ihrem Wunsch Folge leisten. Auch wenn das alles lächerlich ist. Naja, unbedingt. Ich meine, durch das Generalakola siehst du jetzt ein bisschen besser. Dürftest das jetzt erkennen, ne? Unglaublich. Wie ist das möglich? Ein Wunder? Wie konnte ich mich die ganze Zeit so täuschen? Der Feind war ein einfacher Baum. Wie peinlich. Nicht so tragisch, Herr Kapitän. Irren ist schließlich menschlich. Ein Baum? Nichts weiter als ein simpler Baum. Langsam, ruhig. Fassen Sie sich, Herr Kapitän. Ich denke, jetzt hindert Sie nichts mehr daran, mir ein Visum auszustellen. Oh, natürlich nicht. Es besteht keinerlei Gefahr mehr. All diese Jahre. Kein Kosak mehr. Nichts mehr zu beobachten. Seien Sie doch froh, Kapitän. Jetzt brauchen Sie nicht mehr ununterbrochen auf Ihrem Beobachtungsposten zu sein. Die Leute können jetzt wieder reisen und Sie können nun endlich Ihre wirklichen Funktionen wahrnehmen und Reiseberechtigungen erteilen. Sie haben recht. Ich unterzeichne Ihnen umgehend ein Visum zum Überschreiten der Mauer. Hier, bitte. Ah. Sehr schön. Berechtigung zum Überschreiten der Grenze. Dieses Dokument berechtigt seinen Träger sowie alle Güter, die er bei sich hat, das Tor der Grenzmauer zu durchschreiten. Captain Malatesta, Torkommandant. Schade. Oberst Feuern ist ein Vorteil. Achtung! Da davon ausgegangen werden muss, dass die Reise in das östliche Territorium jenseits unserer Schutzmauer voller Unsicherheiten und Gefahren ist, kann die Mauerbehörde den Schutz der reisenden Person jenseits der Mauer nicht gewährleisten und lehnt jegliche Verantwortung diesbezüglich ab. Das alles schön auf Prägepapier und so. Wow. Und auch noch mit Mammut-Logo. Barockstadt. Und was heißt das hier? Universität. Ach so. Uni. Das ist ja noch. Da ist noch ein I mit drin. Universität Barockstadt. Ja, schön. Gut, gut, gut. Wir Danke. Haben unser Visum. Auf Wiedersehen, Herr Kapitän. Hm? Und bleiben Sie wachsam. Dürfte ich Sie bitten, die ganze Affäre für sich zu behalten? Mein Ruf, verstehen Sie? Mein Ehrenwort, Herr Kapitän. Unbedingt. Unbedingt. Ja, hier können wir nichts mehr machen. Wir können zwar noch durchs Fernrohr gucken. Ich weiß nicht, sollen wir nochmal mit ihm reden? Ich versuch's. Vielleicht hat er ja noch was zu erzählen. Guten Tag. Kapitän Malatesta, Chefkommandant des Grenzpostens von Barockstadt. Zu Ihren Diensten. Naja, nee, die Vögel. Zwischen dem Volierenbahnhof und dieser sachlichen Mauer ist schon ein gewaltiger Unterschied, nicht wahr? Ich hatte schon lange keine Gelegenheit zum Vergleich mehr. Meine Funktion erlaubt es mir nicht, meinen Posten zu verlassen. Doch, doch. Doch, doch. Jetzt darfst du. Jetzt hast du genug Zeit. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, Kapitän? Es war mir ein Vergnügen, gnädige Frau. Schade. Na gut. Dann machen wir, dass wir hier wegkommen. Zeit wird's. Wir waren jetzt lange genug in Barockstadt. Gut. Ja. Dann
holen wir uns doch mal das. Schauen wir mal, was Oskar uns denn da über das Visum erzählen wird. Ob er jetzt damit zufrieden ist. Oskar. Ich bitte Sie, Oskar, vergessen Sie doch ein für alle Mal Ihren verfluchten Papierkram. Negativ, Kate Walker. Negativ? Nein, nun so gut. Nicht. Also dann bis nachher, Oskar. Ja, Kate passt Walker. So nicht. Da habe ich auch erstmal geguckt. Dabei müssen wir eigentlich nur die Berechtigung geben. Und was kriegen wir dafür? Hier, das Visum. Ich hoffe, es ist alles richtig so, mein lieber Oskar. Alles richtig. Ja, hier ein Ticket. Ja, wunderbar. Das freut mich. Fahrkarte mit der mechanischen Eisenbahn. Abfahrt von Barockstadt. Diese Fahrkarte ist für eine Person gültig und muss jeder Person, die Befugnisse im Bereich der mechanischen Eisenbahn hat, in Klammern Oskar, Klammern zu, vorgezeigt werden. Ja, Oskar ist ein Papiertiger. Gute Reise, Kate Walker. Wir können jetzt also wirklich losfahren? Ja, wir sind bereits sehr spät dran, Kate Walker. Das ist ein bisschen zu einfach. Ich dachte, wir müssen noch das Tor öffnen irgendwie, aber nein. Tatsache ist, wir steigen jetzt ein. Naja, der Satz ist noch nicht fertig. Wir steigen jetzt ein. Wenn wir irgendwann mal drin sind, kann ich weiterreden und geben dann Oskar das Fahrkartenticket. Auswählen, geben, bitteschön. Hier, Oskar. Tja. Danke, Kate Walker. Darf ich Sie jetzt bitten, an Ihren Platz zurückzukehren, Kate Walker? Sofort, Oskar. Das war ja jetzt wieder total schwer, ne? Hätte ja auch Oskar auch gleich direkt behalten können und hätte einfach sagen können, hier einsteigen und dann fahren wir los. Aber nö. Zu einfach. Jetzt kommt wieder eine schöne Sequenz. Ach, herrlich. So geht der Mechanismus auf. Gigantisch. Was für ein Meisterwerk von Hans Vorarlberg. Das muss ja extrem schwer sein, dieses Tor. Los geht's. Wiedersehen, Captain Malatesta. Und der einsame Kosak. Oh, was schönes Tempo. Das Schmutzige ist da hinten. Oh, oh, oh. Hammer und Sichel. Na, wenn das kein Kombinat oder sowas ist. So ein Arbeitskombinat, eine Mine oder irgend sowas in der Richtung. Ja, Oskar. Jetzt dachte ich schon, was ist das denn hier? Aber ich glaube, das ist nur ein Sessel. Ja.
Oscar? Benötigen wir denn irgendwas? Ich habe hier noch nicht weitergespielt, also... da ist nichts, da ist nichts. Gehen wir wieder zurück. Da war doch noch der Koffer. Es bringt nichts, sich damit zu beschäftigen. Okay, Kate. Dann gehen wir mal raus. Irgendwo muss ja der Oscar sein. Und es muss ja einen Grund geben, warum wir schon wieder anhalten. Aber ich denke mal, wir sind wieder ein gutes Stück näher gekommen. Rechts runter, links runter. Oh, da sieht man schon, da ist so eine Treppe da hoch. Ja, aber wo ist Oscar? Ah ne, wenn, dann müsste er vorne sein, ne? Kate Walker! Kate Walker! Ja? Was ist los, Oscar? Warum hält der Zug schon wieder? Wo sind wir? Der Federmechanismus der Lokomotive ist erneut entspannt, Kate Walker. Wo wir sind, kann ich Ihnen allerdings auch nicht sagen. Also gut, dann müssen wir uns mal wieder auf die Suche nach einem Zugaufzieher begeben, mein lieber Oscar. Hoffentlich gibt es hier sowas. Die äußeren Bedingungen, die hier herrschen, erlauben es mir nicht, die Lokomotive zu verlassen. Ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass meine Gelenke definitiv einrosten. Also wirklich, Oscar. Natürlich. Okay, was ist mit Miss... Was für eine düstere Atmosphäre. Ich frage mich, wie ich hier einen Zugaufzieher finden soll. Ich vertraue Ihnen da voll und ganz, Kate Walker. Sie sind eine mutige und intelligente Frau. Sie Heuchler. Er will einfach nicht raus. Er will nicht suchen helfen. Oscar, könnten Sie mir nicht einmal unter die Arme greifen? Es würde schneller gehen, wenn wir den Zugaufzieher gemeinsam suchten. Ja. Das will ich nicht bezweifeln, Kate Walker. Aber der hohe Schwermetallgehalt der Luft stellt eine wirkliche Gefahr für meine Zahnräder dar. Schwermetall? Okay, was ist mit dem Zug? Wir halten immer wieder an. Ob wir wohl überhaupt noch einmal am Ziel unserer Reise ankommen? Sie brauchen den Zug nur neu aufzuziehen und wir fahren umgehend weiter. Wenn Sie das sagen. Ja, aber was hat sich Hans Vorarlberg da einfallen lassen, um einen Zugaufzieher hinzusteigen? Bis gleich, Oscar. Ich bewege mich nicht von der Stelle, Kate Walker. Ja klar, du hast Angst. Okay. Müssen wir erst mal gucken, wo sind wir denn überhaupt? Aha. Die Musik kommt seltsam vertraut an.